Ein recht herzliches Willkommen zurück allerseits. So, wir sind hier immer noch fleißig ein bisschen am Rumlaufen, in der Hoffnung doch mal vielleicht irgendwie eine so eine Pflanze oder sowas zu finden. Aber es hält sich in Grenzen, muss ich so ganz ehrlich sagen. Ein Steinchen habe ich hier gefunden, den können wir mal mitnehmen. Nix in See. Gibt es nicht auch irgendwie... Ach, wäre jetzt in die andere Richtung gewesen. Egal, wir laufen jetzt hier einmal um den See drumherum. Und gucken nochmal, ob wir hier noch irgendwas finden. Aber das sieht so nicht danach aus. Ich weiß auch nicht, ob es hier noch irgendwie so andere Tiere gibt, wie Löwe, Bär... Was weiß ich was, ein Wolf, schlacht mich tot und hier... Die uns hier gleich irgendwie noch besuchen, kommen und killen werden oder so. Von daher... würde ich jetzt mal sagen, wir gehen mal so langsam hier zurück. So, komm her, wir nehmen hier gleich den Baum mit. Damit wir nochmal Bretter herstellen können, da machen wir uns echt erstmal noch einige Beete. So, drei Stück. Komm her. Zack. Oh, ich habe nur zwei mitgenommen. Verdammt, ey. Weg umsonst gemacht hier. So, zack. Den dritten hier auf die Schulter. Hier, komm, da. Sehr gut. Gleich schön ein paar Planken machen. Was ist das denn hier? Wer wirft hier mit Stein rum? Hab ich genau gesehen. Wer war's? So, haben wir ja schon wieder 8. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, also haben wir auf jeden Fall. Müsste reichen. Die Sticks hier einmal mit. Kommt her. Die da wieder rein. Du kommst her. Du gehst da drauf. Die nehme ich mit hier. Die Brettchen, die gehen. Sehr schön. Haben wir das. Hier fangen wir auch schon mal an. Machen wir hier mal Kornzieht rein, wa? Wasser ist da bereits drin. Guck mal hier. Wir machen hier gleich nochmal ein paar mehr hin. Zack. Machen wir mal so. Batz. Dann kommen die nächsten nämlich hier so dran. Jo. So, zack. Und so. Okay. Jetzt düster oder 5 Uhr nachmittags? Ich weiß gar nicht, wie spät es immer dunkel wird. Da ist schon mal wieder ein paar... Oh, da hinten, da ist noch eine. Schnell. Nix wie hin hier. Hier. Harvest. So, komm her. Die bringt Carbs immerhin 2. Ah, Mann, das reicht einfach nicht. Wir brauchen mehr. Na gut, kommt. Wir müssen erstmal jetzt hier langsam zusehen, dass wir unsere Bude hier fertig kriegen. So, zack, da sind drei drinne, hier noch nicht. Wenn die Tür hier noch nicht ganz fertig ist, ist das halb so wild, aber dass wir zumindest das da vorne soweit fertig haben.
ist auch noch ein Steinchen. So, die waren alle. Genau. Da haben wir. Zack, dahin. Jetzt müssten wir es aber schon bald haben. Komm her, einer kommt hier direkt wieder hin. Zum Bretter machen. Zack. Da fehlen noch zwei Stück. Das passt. Komm her. Dann hacken wir einen Baum. Dann, kriegen wir nämlich einen Baum. So, warte mal. Die ihm einmal schnell wegbringen. Einpacken wir jetzt hier nicht wieder drauf zum Bretter noch machen. Also wir werden auf jeden Fall uns irgendwie nochmal so einen Bretterstand da machen. So, wo ist dieses olle Schaf? Kann ich das Schaf killen oder rennt das auch weg, wenn ich da zu dicht hinkomme? Ne, es rennt auch weg. Na, bleib stehen. Gib mir ein Spiel wieder. Lebt das noch oder ist das jetzt gestorben? Ja, es ist gestorben. Ja, super. Komm her. Zack, siehst du, wieder zweimal Fleisch. Das ist doch gut, komm her. Dann können wir schnell hier noch ein bisschen Fleisch köcheln. Hier müsste ja schon wieder ordentlich was liegen. Hm, erstmal hier dieser Kram hier. Wups, wieder drauf. So, zack. Per. Wie lange hält sich das hier eigentlich? Spoils in? Okay, da. 2 Stunden. Das hält ein bisschen länger. Sehr gut. Hm. Wenn wir allerdings hier im Eimer. So, komm her. Dann sind wir, was Proteine angeht, wieder komplett voll. Wassertechnisch trinken wir uns eben wieder voll. Okay, fehlen nur noch wieder die Carbs, ne? 3, 4, 5, 6. Dann nehmen wir erstmal wieder mit, was mitgeht. Da gleich wieder drauf. So, nächstes Beet fertig. So. Okay, dafür nur noch paar Bretter. Hier vorne auch. Gut, also für den letzten Endes eigentlich jetzt mal wieder nur noch Bretter. Kommt her, dann holen wir jetzt noch ein bisschen Feuer, nicht Feuerholz, Holz für die Bretter. So eine Säge, für die Sägebackung. Zack, den Stock nehmen wir auch gleich wieder mit hier. Bam. Guck mal hier, wir nehmen nochmal ein, zwei von diesen hohen Bäumen hier weg, damit die mal ein bisschen mehr Sonne hier bringen. Und Fall um. Sehr schön. So, hier gleich wieder ein drauf. Da wieder zwei rein. Das Spätchen machen wir jetzt nicht. Hier noch ein, zweimal. Und dann haben wir auch gleich wieder ein paar Bretter. Und haben Nachschub hier fürs weitere Sägen, ne? Das passt dann für sich ganz gut. Zack. Und. Da, wo ist er abgeblieben? War es hier? Da, ja. Da ist schon wieder eine Möwe. Oh
Mann, du, das mit den Carbs, ey, das ist echt so eine Sache. Ist halt wie so überfüllt oder so? Komm mal her. Den euren Knochen, der kann mal hier bleiben. Das olle Leder kann hier bleiben. Plantfieber packen wir nochmal rein. So. Dann haben wir nochmal ein bisschen Samen. Hier haben wir nochmal Plantfieber. Hier hätten wir nochmal schöne Federn. Stein lassen wir auch schon mal zwei Stück als Reserve hier. Ja. So. Animal Fat kann eigentlich auch hier drinnen bleiben, ne? So, die Saatgut. Können wir die hier noch anbringen? Da können wir zum Beispiel noch bei einem was machen. Kornseed. Okay, da muss Wasser hinzugefügt werden. Wie sieht das hier aus? Da ist Wasser. Ach, mal gucken. Jetzt müsste ja, wenn es regnet. Ja, guck mal. Sehr schön. Geil, da brauche ich nicht mal was hinzupacken. Geht her, so viele Bretter wie gehen. Mike da jetzt schon wieder. Ja, komm her, wir machen jetzt erstmal noch. Sehr schön. So, und dann können wir jetzt die restlichen Bretter oder weiteren Bretter dafür nutzen, hier so zum Zersägen. So ein schönen Stick. Komm mal her, wir holen jetzt noch schnell hier ein, zwei Bäume schon gleich wieder. Speertechnisch müssen wir gleich mal gucken. Da müssen wir unser Dach auf jeden Fall noch drauf packen. Dass wir das Dach oben fertig bekommen. Ups, so, die Ladung geht hier rein. Die nächste holen wir schon mal fürs Dach. Zwei Bretter noch, dann haben wir das Dachstück auch schon wieder fertig. 1, 2, 3, 4, 5, 6 können wir sogar mitnehmen. 1, 2, 3, zack. So, und dann kommen hier hinten gleich hier die nächsten rein. So, zwei Bretter noch. Da hätten wir schon wieder das nächste Stück. Mats, sehr gut, nimm die zwei mit. Zack, da, die nächsten Samen gleich rein. Können wir hier schon was machen? Ne. Aber sie wachsen schon alle gut. Das ist schön. So, dann können wir hier erstmal hier mal runterstellen. Bei diesem neuen Gewitter, ey, ist sehr eklig hier. So, komm jetzt. Zack, da ein drauf, da und da. So, sehr schön. Dann gehen wir jetzt mal fix noch los und noch hier ein bisschen Brennholz und hier, na Brennholz nicht, erstmal Bauholz. Da müssen wir bald mal gucken. Da können wir gleich bald auch mal schauen, hier, wenn wir die Hütte da dicht haben, was so das nächste ist, ne? Was ansteht. Kann sich ja hier auch eine Angel bauen, oder dann tut man die Fische mit hier mit Speer fangen. Boah, kann man überhaupt Fische fangen? Zack. 1, 2, 3. Na, wenigstens haben wir gleich unsere Hütte fertig, ne? Gleich hier ein paar Bretter drauf.
Ja, mal gucken, was als nächstes kommt. Eine Forge müssen wir wahrscheinlich jetzt bald mal machen. Dann, ja, eigentlich müssen wir gucken, ob wir das irgendwie noch ein bisschen absichern können, ne? So mit Zaun drumherum oder so. Wäre schon angebracht, oder? So als zusätzlichen Schutz. Bevor hier unsere kleinen Vampis kommen und uns die Bude wegballern. So, 3 von 3, 2 von 3, 3 von 3. Nehmen wir hier gleich wieder ein paar Bretter mit. Zack, zu. So, die zwei Stücke jetzt noch. 8 Bretter. So, haben wir jetzt noch irgendwas, was weg kann? Komm mal, da können gleich wieder ein paar von weg. Die Sticks können weg. Was macht unser Lagerfeuer hier unten? Da können die gleich mal wieder rein hier. Zack. Die Sticks können dahin. Achso, und. Achso. Oh, kann ich auch direkt aufnehmen. Das ist natürlich noch besser. Wieder drauf. Wir brauchen auf jeden Fall noch einiges an Holz. Das ist klar. Das werden wir so oder so brauchen. Oh, hier. Hier ist wieder so eine Pflanze. Spawn scheinbar aber nach, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Pflanze da schon die ganze Zeit stand und wir die übersehen haben. Also, das wäre hier schon sonderbar. Batz. So, und Bretter alle einmal mit. Wie weit kommen wir damit? Zu. Und da fehlen nur noch zwei. Ah, herrlich, ey. Dann haben wir es wenigstens hier. Erstmal zu. So, müsste jetzt reichen, oder? Ah. Es ist trocken. Wir haben eine trockene Bude. Sehr schön. Ach, die kann ich schon wieder... Ja, cool. Komm her. Zack. Die konnte schon wieder geerntet werden. So, da bräuchten wir dann Bretter für. Batz. Die haben wir schon mal wieder erledigt hier. Sehr gut. Ja, eigentlich könnten wir jetzt gleich anfangen und mal gucken, was wir uns dann als nächstes bauen, ne? Zack, hier noch ein bisschen. So, die nehmen wir schon mal wieder mit. Da ein drauf, zwei dahin. Zwei, drei Stück. Ein wieder hier drauf und zwei dahin. Passt genau. Sehr schön. Jetzt auch bald düster, glaube ich, ne? Mal gucken. So, was könnten wir jetzt machen? Hier zum Beispiel Wood Fans. Viermal Rope. Woodlock. Wie kann man denn Rope machen? Ressourcen. Plant Fiber. Armor und Close. Kann man auch machen. Azas. Rope. Planfieber auf einer Workbench. Okay, da müssten wir also erstmal hier eine Workbench machen. Iron Eye God, wie soll ich die hinkriegen? Okay, dann muss ich wahrscheinlich erstmal eine Forge bauen.
Komm mal her. Können wir hier irgendwo eine Forge drin hinbauen? Ja, kann man, ne? Da um die Ecke oder hier hin. Ja, komm mal her, wir packen die Forge mal hier hin. So. Machen wir da mal eine hin, wa? Ups. So, was braucht der? Steine. 25 Stück. Ach du Heiland, haben wir Platz. Wir haben zwar Platz, aber jetzt wird es natürlich auch wieder düster, ne? Ist auch kein Stein so wirklich in der Nähe, ne? Na gut, hier. Jetzt hat hier noch ein Stick wieder aufgehoben. Der nimmt uns wieder Platz weg. Also, komm her. Da ist gar kein Ding, das ist Clay. Super. Können wir richtig viel mit anfangen hier. Das ist nicht mal Stein. Super. Na gut, komm her. Kommt das Clay hier hin. Stein. Stein. Und Stein. 1, 2, 3. Schon mal da rein. Stöckchen dahin. Ein davon. Den wir da drauf. Was sind hier normale Steine? Woran erkenne ich die denn? Der sieht auch irgendwie so bräunlich aus. Der hier sieht anders aus, oder? Keine Ahnung. Probier ihn nochmal aus hier. Was ist das jetzt gewesen? Small Stone, ja. Da war irgendwie Eisenerz oder sowas. Kann das sein? So, wo muss ich hin? Da. Oh, das wird jetzt ja ein langer Weg hier. Das zieh, Junge. Zieh, 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 zieh. Oh, ist ja lästig. Wie viel bin ich überbeladen? Ne, war ein bisschen. Ja, wenn ich die jetzt natürlich auch wieder wegwerfe, ist die Frage, ob wir die dann wieder kriegen, ne? So, zack. Okay, holen wir die anderen drei jetzt nochmal schnell. Wo waren sie? Hier. Noch irgendwie einer. Da ist auch noch einer. Sehr schön. Zack. So, und hier. Oh, ach so, Eisenerz. Cool. So, dahin. Halt die Federn, die kann ich ja auch immer raussuchen, ne? Die wiegen sicherlich auch was. Hier brauchen wir auch noch Dings. Mal hier. Dahin. Ich mir gleich mal wieder alles am Brettern, was noch da ist. Reicht. Sehr schön. Haben wir noch hier? Zack, da. Sieh, da ist Wasser drinne. Da ist auch noch Wasser. Ist noch Wasser drinne. Wasser drinne. Die können wir schon mal hier wieder batz. Wasser ist noch drinne. Und die können wir auch hier. Zack. Und Wasser ist auch noch drinne. Gut. Die können wir leider noch nicht ernten. Hm, so, guck mal hier. Oh, das Fleisch, das müssen wir gleich nochmal... So, jetzt sind wir ja wenigstens schon mal wieder halbwegs voll hier, was das angeht, wa? Zack, das kommt gleich hier wieder drauf als Brennstoff. So, wassertechnisch. Nehmen wir auch hier gleich mal wieder was raus. Ah, kann da jetzt noch drinnen bleiben, Rest holen wir nächstes Mal. So, zack, da wieder einen hin. So, hat er jetzt noch Bretter mitgenommen. Zwei Stück. Gut. So, die Beete sind am Gange. Ich sehe nicht viel. Hier muss irgendwo noch ein Steinchen sein. Hier ist ein Stock. Den nehmen wir mit. Das hier. Keine Ahnung, der sieht auch so bräunlich aus. Den nehmen wir jetzt trotzdem mal. Vielleicht haben wir da irgendwas Schönes drin. So. Stein.
auch noch Eisenerz, noch mal ein paar Steine. Stick. Reicht sogar vom Laufen hier noch, ne? Noch ein Steinchen. Sehr schön, komm her. Batz, fertig, siehst du wohl. So, hier Eisenerz. Oh, warte mal, kann ich das Eisenerz nicht dann einschmelzen? Okay, da muss auf jeden Fall Brennholz gleich drauf. Alter Schanzen. So, schmeißt da einmal das Eisenerz hier drauf. Brennholz. Einmal mitnehmen. Passt natürlich wieder nur einmal hier rein ins Inventar, ne? Zack. Müssen mal gucken, kann man hier auch eine Kiste machen für Steine oder so? Müssen wir gleich mal richtig nachschauen. So, jetzt müsste ich dreimal Brennholz mitnehmen können. 1, 2, 3. Dann kriege ich die auch voll hier, ne? Zack. Zack. Und zack. 22 Grad sind es hier drin. Draußen auch? Ne, draußen ist nur 12. So, an für sich haben wir das. So, wir hätten dann die Schmiede. Ja, die Forge, die haben wir. Dann als nächstes die Workbench, ne, sagt er uns. Die Workbench. Was kann sonst mal? Weapon Rack, Advanced Workbench, dafür braucht man irgendwie Technologie, dafür auch. Dafür auch. Stone Crate, einmal Iron Ingot und Planken. Okay, guck, dafür gibt es also für Steine, aber dafür braucht man Eisen. Okay. Dann würde ich sagen, hier die Workbench. Die schmeißen wir gleich mal hier so um die Ecke hin, wa? Wenn du reinkommst dann, oder? Oder stellen wir die hier hin? Ne, komm, die kommen an diese Seite. Hier so in der Nähe vom Bett machen wir die einfach mal hin. Hier so, zack. So, gut. Was brauchen wir dafür? Planken, 10 Stück, wie immer. Planken, 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 so. Na, können wir erstmal wieder ordentlich planken hier. So, ich würde mich jetzt... uns fehlt hier auch noch eine Tür, ne? Kann man sowas auch irgendwie noch bauen hier? Wooden Door. Come on. Ist egal in welche Richtung. Da geht er dann in die Richtung auf und da in die. Na, machen wir so. Komm her. Zack. Eine Tür. Gibt es auch Fenster oder sowas? Wooden Window. Tatsache. Hier, guck mal. Gibt es auch. Bam. Machen wir ja vorne mal eins hin, wa? Jetzt mal gucken, ups, wie sich das verhält. Was braucht der da jetzt für? Auch Planken. Überall Planken, ey. So, komm her, wir schmeißen hier jetzt noch einmal Dinger da drauf. Nehmen schon mal hier am Planken mit, was da ist, für die Werkbank. Schmeißen die drauf. Was sagt er hier? Ah, die sind schon fertig. Junge, die brauchen aber auch Platz. Kann ich hier auch mit Stein irgendwas machen? Kann ich auch Steine drauflegen. Oh, leg mal Steine drauf. Vielleicht kommt ja irgendwas raus. So, komm her, wir legen uns mal schlafen. Bis es ein bisschen heller ist wieder. 5 Uhr, reicht das schon? Na, eine Stunde können wir noch, wa? So, ab 6 wird's hell. Gut. Sehr schön. So, erster Gang. Also der erste Gang. Nicht essen, nicht trinken, sondern Holz nachlegen. So, zack. Da ist noch Brennholz genug drauf. Unser gekochtes Fleisch ist auch fertig. Wie sieht das aus? Proteine, Carbs? Na, ist auch schon wieder... Na, gibt's hier mal zum Frühstück gleich einen Happen zu essen. Nehmen wir das hier mal mit.
Wir das haben getrunken. Sehr schön, dann füllen wir hier im Eimer Wasser auf. Ein bisschen weiter, so, add water. Zack. Okay. Ja, ich würde wieder so 180 sagen, ne? Zack. So, 180. Dann können wir eigentlich noch eben hier. Zack, können wir die Beete. Da müssen wir nicht auch Wasser beinfügen hier. Zack. Junge, du, das wird ja ein Kampf hier. Kann es nicht nochmal regnen? Wieso geht denn der immer da auf die Tasche? Das ist ja nervig. Wahrscheinlich, wenn die kein Wasser haben, stagnieren die im Wachstum, wa? Ach du Heiland, das wird ja lustig, ey, mit dem Wasser. So, hier in dem Wasser. Müssen wir auch einmal hier nach oben, den hier oben auffüllen. So, zack. Na gut. So, müsste jetzt alles Wasser haben. Hier sind nochmal Steine. Small Stone, zack. So, was ist da jetzt? Iron Fragment. Meltstone zu Iron, Aluminium oder Kupferfragmente. Okay, na gut, kommt das da mal hin. So, den können wir da reinschmeißen. Der kommt mal hier mit rein. Können wir auch einmal ganz kurz hier schauen. Was können wir denn hier? Ressourcen. Okay. Sagt aber nicht, wie viel man da wie viel braucht oder so, ne? Na gut. Ihr Lieben, ich würde sagen, das war's jetzt mal wieder für diese Folge. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.